Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe eine Reihe von Nachrichten vorbereitet, heute an diesem Freitag. Also schauen wir gleich mal rein, denn es gibt Neuigkeiten auch nochmal zu diesem ganzen Thematik rund um den Mobile Connector. Wir hatten ja darüber schon gesprochen, dass Tesla diesen wegnehmen möchte. Jetzt hat man dann aber auch noch mal eine Änderung vollzogen, denn es gilt jetzt, dass für all diejenigen, die bis zum 28. April bestellt haben, also gestern, dass dann dieser Mobile Connector noch dabei sein soll. Also es waren ja einige, die auch gesagt hatten, sie haben am 17., 18. oder genau an dem Tag, wo das dann sein sollte, bestellt gehabt. Also man hat das jetzt noch mal verschoben. Nach meinem Verständnis und nach meinen Informationen soll dieses auch weltweit gelten. Für all diejenigen, die jetzt bestellen, gibt es auch eine Änderung auf der Webseite. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, den Mobile Connector oder den Wall Connector mit den entsprechenden Preisen und Lieferzeiten dazu zu bestellen. Das Einzige, was man hier ein wenig kritisieren kann, ist, dass der Mobile Connector von der Sache her auch separat kommt, sprich eine andere Lieferzeit als dein Auto hat. Kann also sein, Mobile Connector kommt, aber du wartest noch 3 Monate auf dein Auto. Das ist nur das, was du vielleicht noch bedenken solltest. Ja, dann schauen wir noch einmal auf den Ausblick. Der hat sich auch ein bisschen geändert. Troy Tesla hat, nachdem jetzt ja auch die Fabrik hier in Shanghai wieder voll läuft, hat hier nochmal die ganzen Lieferungen und die Zahlen angepasst. Aus welchen Gründen auch immer ist er hier immer noch bei 4.210 Autos für Berlin fürs gesamte zweite Quartal. Ich nehme mal an, dass das einfach daran liegt, dass wir noch gar kein Gefühl haben, was macht eigentlich Tesla dort vor Ort? Was ist eigentlich die tatsächliche Produktionszahl? Wir hatten ja mal eine Zahl von 350 pro Woche. Manche sprechen jetzt ja schon Ende des Monats von 1.000 Autos pro Woche. Die gute Nachricht ist, und wir schauen da auch gleich noch mal drauf, dass es schon die ersten weißen Autos gibt, die wir sichten konnten. Da habe ich auch noch gleich ein Bild dazu. Ganz hinten gerade jetzt seht ihr einen Transporter mit einem weißen Auto. Wichtig bei dieser ganzen Geschichte weiße Autos und wenn ihr im Internet Bilder seht, es ist immer noch so, dass Autos, die ja in der Testproduktion gemacht worden sind, entsprechend abtransportiert sind. Das heißt, die ganzen Autos, die werden hinten rechts auf diesen Parkplätzen alle wegtransportiert. Da sind auch weiße dabei. Dieses Weiße wiederum ist jetzt genau an der Stelle, wo ja die anderen Autos auch abgeholt werden, direkt aus der Produktion. Es kann also sein, dass jetzt schon vereinzelt die ersten weißen Autos vielleicht dann auch direkt in die Tesla-Shops gehen oder an andere Plätze und dass also jetzt eine Produktion mit weißen Autos kurz bevorsteht. Gleichzeitig zu der Produktion in Grünheide haben wir auch Neuigkeiten zur Viking Adventure. Ich hatte ja schon gestern darüber berichtet, die Viking Adventure sollte jetzt also in Shanghai ankommen. Sie ist jetzt ganz nah, das ist die letzten Daten, die ich heute euch hier teilen kann, die ich bekommen habe. Grundsätzlich können wir auch nochmal zu der Frage, weil viele haben gesagt, naja, woher weißt du, dass jetzt wieder voll produziert wird, können wir festhalten, dass dieses von Tesla China offiziell kommt. Das ist, wie gesagt, von der Dame, die da die öffentliche Arbeit tätigt. Sie hatte das aber auch schon gesagt, dass man zeitnah die volle Produktion wieder erreicht. Genau diese Autos hier, wie ich gerade angesprochen habe, sind die, die eben halt noch aus der Testproduktion sind. Das ist zumindest hier davon auszugehen, weil sie hier von den Parkplätzen runtergeholt werden. Ja, wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, ca. 40-45% meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert. Also wenn dir dieser Content, diese Berichterstattung gefällt, lass gern ein Abo da. Sonst können wir für Deutschland noch festhalten oder allgemein, wenn es um die Supercharger geht, dass wir hier ein neues Update haben. Es sollten jetzt also wieder neue Supercharger sichtbar werden auf der Tesla Map. Also vielleicht auch einfach mal reinschauen. Auf jeden Fall gab es hier ein größeres Update über die Supercharger Locations. Da kann es auch sein, dass noch neue dazugekommen sind.
Damit habe ich mich jetzt noch nicht näher auseinandergesetzt, aber diese Quartalsweise, diese Updates bezüglich der Supercharger, die haben wohl gestern Nacht stattgefunden. Ihr seht also, es passiert an vielen Fronten etwas. Erfreuliche Nachrichten. Grünheide müssen wir tatsächlich jetzt auch wirklich mal dieses Quartal abwarten, sodass wir vielleicht auch Ende des Quartals mal ein Gefühl bekommen, wie viel ist denn jetzt wirklich aus Deutschland produziert worden. Aber es ist sehr, sehr erfreulich, das, was wir bis jetzt schon sehen. Und ich glaube auch, dass wir die Nachfrage des Model Y Performance an sich wahrscheinlich ein wenig unterschätzen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Elon Musk, wenn er dann mal eine größere Anzahl von seinen Tesla-Aktien verkauft, natürlich auch den Markt bewegen kann. Er hat aber gestern nochmal bestätigt, dass er welche verkauft hat, aber dass er jetzt nicht mehr plant, irgendwelche Aktien zu verkaufen. Das hat auch heute Morgen schon mal wieder der Aktie geholfen. Ein weiteres Gerücht, was noch umgeht, ist, aber wie gesagt, wir wissen alle, das ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es dahin kommt, dass das Robotaxi ein Gefährt sein soll mit 6 Sitzen. Würde ja auch grundsätzlich Sinn machen, dass man das nicht auf 4 oder 5 Sitze beschränkt. Also ein 6-Sitzer, in welcher Form, ob im Cyber-Style, ob es im Model 3-Style, aber in im anderen Design ist. Das müssen wir noch alles abwarten. Es wird aber hier ja dieses Jahr noch eine Vorstellung neuer Fabriken geben. Und in dem Zuge vielleicht noch ein Update. Spätestens aber nächstes Jahr hat ja Elon Musk gesagt, dass es hier auch ein Update und eine Präsentation dieses Produkts geben soll. Und wir haben hier auch noch Zahlen noch mal aus dem März für Gesamteuropa. Auch ganz interessant, das Model 3 ist immer noch vorne und natürlich ist der Monat März und der letzte Monat des Quartals natürlich ein extrem starker Monat. Das wird sich aber auch in den nächsten 12, 15 Monaten ein wenig, stabilisieren, weil es dieses End of the Quarter Rush, wie man im Englischen sagt, nicht mehr geben wird, weil natürlich Grünheide konstant liefert und nicht nur immer durch die Schiffe am letzten Tag oder im letzten Monat. Grundsätzlich ist der Trend klar, man ist recht dominant, vor allem im letzten Monat des Quartals. Und das Model Y wird sicherlich hier dann auch in den nächsten Monaten das Model 3 überragen. Ob das jetzt die richtige Strategie ist, es gibt ja viele, die darüber diskutieren. Ich bin weiterhin der Meinung, dass man natürlich hier eine künstliche Verknappung stattfinden lässt, vor allem beim Model 3. Und das ist ein wenig schade. Diese Strategie unterstütze ich tatsächlich nicht, denn es führt zu viel Frustration bei denjenigen, die sich nicht ein Model Y kaufen möchten. Solltest du aber Interesse haben an Zubehör, schau mal gerne bei uns auf Tesi Supply vorbei. Wir haben auch einen Lackstift für die grauen Felgen und sonstig viele Angebote dort. Also schau gerne mal vorbei und mein Podcast, vergiss mich nicht dort zu abonnieren auf Tesi Supply. Ich danke dir, bis dann und tschüss.